Geschafft. Du hast recht. Hm. Cool. Der Wind hat sich gedreht. Oh nein. Beluga? Wir müssen uns beeilen. Okay. Was geht denn jetzt ab? Das Tor zum Heiligen Land hat sich geöffnet. Und das nächste Kapitel ist dran. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel das hatte. 10 oder? Es gibt aber eine zweite Story danach. Nach der Hauptstory gibt es noch eine andere Story dazu. Golden Rohr. Was jetzt? In dieser Richtung liegt Samoyede. Samoyede, die heiligste Stadt der Anju-Religion. Zwei heilige Orte und dennoch besteht keine Verbindung zwischen ihnen. Nach jedem Opferritual verändert sich der Standort des Tors zum Heiligen Land. Ach ja, richtig. Nur El und ich können das Licht wahrnehmen, das zum Tor führt. El könnte es schon auf dem Weg nach Samoyede befinden. Wenn Laris jetzt versiegelt wird, war alles umsonst. Ich weiß, wir sollen uns sofort auf den Weg machen. Wir müssen uns beeilen. Sie werden also endlich aktiv. Das muss ich sofort melden. Aha. Da war ein kleiner Spion drin. Der für den, wie heißt der, König spioniert hat. Wieso tut meine Schulter so verfickt nochmal weh? Das regt mich jetzt so auf. Jede Bewegung, die ich mache, tut weh. Ich muss heute noch arbeiten. Seitdem wir Basel verlassen haben, ist L irgendwie komisch. Findest du nicht auch? Ja, total. Flair hat ihre Tage. Was ist los, L? Du siehst so niedergeschlagen aus, dass unser Schiff noch in Höhe verliert. Wenn du meinst... Komm schon, mit mir kannst du doch reden. Was ist los? Was beschäftigt dich so? Weißt du, ich bin weise und erfahren, also raus mit der Sprache. Haha, du? Weise und erfahren? Was Lebenserfahrung angeht, Red, kannst du mir noch lange nicht mithalten. Ich mein's ernst, ey. Ich weiß nicht, was dich bedrückt, aber quäl dich nicht so sehr, sondern vertrau dich jemanden an. Weißt du, du bist doch ein Kind. Tja. Werde erstmal 300 Jahre älter, dann können wir weiterreden. Aha, ich bin dir also zu kindisch, alles klar, schon verstanden? Das Tor zum Heiligen Land hat sich geöffnet. Was? Es ist in Samoyede. Samoyede! Wir können jetzt zum Heiligen Land. Nur 4 Stück. Und wie sieht es in der Bibliothek aus? Ökologie ist gestiegen. Viele Zielangeln, okay. Die ganze Welt bereisen, gut so. Mit vielen Leuten sprechen und... Okay. Speichern. Jetzt gibt es aber noch Zeitquests. Sollen wir wetten? Neue Quest. Ah, Duellschiff mache ich erstmal. Warte, da gibt es 2 Punkte. Da gibt es keinen Punkt. Ich mach das, wo keine Punkte ist. Wo erstmal keine Punkte sind. Hier sind die Duellen, die du zur Zeit annehmen kannst. Auf die Spitze zielen. Bei diesem Showkampf wird einer gegen viele kämpfen. Mutig wird er sich ungleich stellen, um zu beweisen, dass Überzahl nicht Überlegenheit bedeutet. Okay, ich bin bereit zu zeigen, wo der Hase wegläuft. Viel Glück da draußen. Zeig uns einen guten Kampf, okay? Okay. Ich muss also nur kämpfen. Ja. Okay. Aber ich will mal erstmal zum Laden. Mal erstmal was gucken. Ich glaube, ich habe da so eine
Was? Es gibt nicht mehr? Anpassen. Ich muss jetzt irgendwie 10 Stunden. 13 habe ich. Okay, jetzt muss ich nur 1, 2 und 3. 3 Stück davon noch. Dann mache ich die ganzen 15 an. Das schaffe ich doch bestimmt noch. Okay. Bist du bereit, an der ersten Runde teilzunehmen? Ja. Los geht's. Nun gut, ich wünsche dir alles Gute. Meine Damen und Herren, endlich ist es soweit. Der Showkampf, auf den Sie alle gewartet haben. Die Aufstellung der ersten Runde lautet Reit gegen die Prügelnden 2. Diese massive Eisenball wird dich zum Wendenbrei verarbeiten. Versuch das doch. Erste Runde fertig, los. Okay, zum Glück ist es nur. Ist nicht mehr so viel Gerede. Was denkst du eigentlich, was du da machst? Komm, fahr zur Hölle. Was zur Hölle? Hier. Ich weiß jetzt nicht, wie das mich jetzt getroffen hat, obwohl ich ihn getroffen habe. Willst mich verarschen, du kleine Mistgeburt. Gegen die Wand hier. Drecksteil. Der Sieger steht fest. Der erste Runde geht an Red. Ha, das war so von sowas von leicht. Krach, wie deprimierend. Aber das nächste Mal werden wir Weltenbrei aus dir machen. Komm, behalt euch. Ich habe nicht alle Zeit der Welt hier. Als nächstes kommt die zweite Runde. Bitte sprich mich an, wenn du bereit bist, dann daran teilzunehmen. Okay. Bist du bereit, an der zweiten Runde teilzunehmen? Ja. Ja, das hatten wir schon alles mal. Wie viele Runden gibt es denn eigentlich? Ich weiß. Hier kommt die zweite Runde. Die Aufstellung der zweiten Runde lautet Reit gegen die rasenden Jäger. Wir werden dem Publikum ordentlich einheizen. Ruft mit. Yeah, yeah, yeah. Zweite Runde, fertig, los. Okay, komm. Oh. Achso, das waren deren Schwäche. Ja, dreh dich. Was? Ich dachte, ihr kippt dann um oder so. Oh nein. Okay, komm, die sind bald tot. Komm, leck Eier. Immer diese komischen Drehkreise. Ich will auch sowas haben. Ja klar. Und weg. Okay. Hat sich das Publikum eingeheizt? Der Jubel sollte eigentlich unser sein. Es wird Zeit für das Finale. So, sag mir besser, wenn du bereit bist. Okay, wir sehen uns gleich mal wieder. Okay, weiter geht's.
Bist du bereit an der letzten Runde? Ja, bin ich. Das Finale, jetzt wird's ernst. Ja, nun gut, ich verstehe alles gut. Komm, was gibt es jetzt für einen Gegner? Was hat denn mal gegen den was zu tun? Tierbändiger. Du kannst also auf den Roboter, er ist schon lange out. Ich zeig dir die Urkraft des Ungeziemten. Oh, ob Roboter oder Biest, ist mir total Latte. Der Sieg gehört mir. Das Finale fertig, los. Fresskinder, Fresskinder. Ich hab den fast bekommen. Komm. Es war knapp, aber ich habe ihn trotzdem noch bekommen. Ich hab ihn. Es geht hier echt um schnelles Drücken vom A-Knopf und danach hat man das. Der Sieger steht fest. Hier ist er, der Champion der packenden Duelle von heute. Red Savarin, Glückwunsch. Hey, ich glaube nicht, dass ich jemals verlieren werde. Oh nein, Tigerratte, meine geliebte Tigerratte. Verlass mich nicht, geh nicht ins Licht. Beruhige dich, das Tier ist doch nur K.O. Ah. Und jetzt bist du jetzt beeindruckt, hier ist dein Geld für den Kampf. Nimm es mit den besten Empfehlungen. Hey. Auf die Spitze zielen habe ich geschafft. Okay. Jetzt einfach hoch. Nächstes Ziel. Shetland. Wir haben alles hier gemacht, dann Shetland. Ne Basit meine ich. Ach, die Musik ist immer so toll hier. Speichern. Und Kuli, nein, Flo meine ich, was hast du für mich? Metallbrecher? Das seltsame Schiff. Metallbrecher macht mal. Der berühmte Metallbrecher von Basett. Nur für Timer geöffnet. Die mein dazu sagt. Okay, mache ich einfach mal. Bitte geht zum Verkäufer beim Hafen, um näheres zu erfahren. Ja. Metallbrecher. Okay. Sehen wir uns mal diese Mission mal an, Angestellter. Der berühmte Metallbrecher von Basett. Jeder kann daran teilnehmen. Ich würde gerne mitmachen. Geht das? Aber sicher, kein Problem. Ich bringe dich zum Bühne. Kannst sofort losgehen. Ja. Los geht's. Okay, komm. Basett, traditionelle Sportler, Männer und Könige, bei dem Schweißfunken Öl verfliegen. Der Metallbrecher fängt nun an. Okay, soll das jetzt kaputt machen oder was? Ich erkläre jetzt die Regeln. Sehen Sie dorthin rüber. Alle Maschinen, die Sie dort sehen müssen, innerhalb des Zeitlimits zerstört werden. Es gibt drei Etappen und die Gesamtheit ergibt. Und die gesamte Zeit. Gesamtheit ergibt ihr stets ein Ergebnis. Wer länger als die vorgegebene Zeit benötigt hat, verloren. Ich werde nun unseren neuen Mitgenötigen auch soll er vorstellen. Ein unerschrockenes neues Gesicht. Hier kommt Red. Bitteschön. Es bin ich. Ich werde alles kurz und klein hauen. Dann Schluss mit den langen Reden. Möge der Verwüstung beginnen. Die erste Etappe. Los. Komm. Komm. Komm.
eine sehr schlechte Zeit. Was hab ich denn hier vergessen? Komm. Eine sehr schlechte Zeit. Nur mit der zweiten Zeit die Etappe. Ich schreibe es jetzt nicht. Dieses Spiel mag ich von den ganzen anderen am meisten nicht. So sieht es auf der zweiten Etappe aus. Ich nehme gleich die mittleren und laufe gleich auf diesen. Okay. Erstmal so. Komm! Meine Seite ist sowieso schon schlecht genug. Ach komm, raste aus. Das war die zweite Etappe, nun kommt die dritte. Hahaha. Ist das die letzte? Ich hoffe mal. Oh. So sieht der Aufbau der dritten Etappe aus. Fertig, dritte Etappe. Los! Warte, die kommen gleich mit den Gasen. Was zur Hölle? Willst du mich verarschen oder was? Hey, du dreckiger... Boah! Hey, wie das jetzt mich schon aufregt. Leute! Ey, ihr wollt mich doch jetzt alle komplett verarschen. Ihr geht kaputt, Mann!